Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Herbstausstellung im Projektraum Junge Kunst. Ich darf Ihnen die heutige junge Künstlerin vorstellen, die ausstellt. Das ist Andrea Zogernick, geboren 1991, aufgewachsen in Schwarzenau. Sie hat am Waldhofener Gymnasium maturiert und studiert seit 2010 an der Universität für angewandte Kunst in Wien, und zwar Grafik und Druckgrafik. Im Zuge ihres Studiums hat sie heuer 5 Monate in England verbracht, und zwar in Newcastle. Das ist im Nordosten von England. Und die Arbeiten, die wir heute sehen, sind teilweise dort entstanden bzw. von dort inspiriert. Sie bevorzugt fantastische Themen und bewegt sich in den Genres Fantasy, Science Fiction, Horror. Dieses Fantasy oder magischer Realismus, wie du es nennst, verbindet historische Epochen mit übernatürlichen Elementen in einer fiktiven Welt. Neben dem zeichnerischen Erzählen experimentiert sie jüngst mit Ölmalerei hier und auch mit Linoldruck, aber das machst du schon länger. Ja, ich studiere Druckgrafik. Also ja. Kommt das mit dem Gebiet. Genau. Genau. Wir sehen heute anthropomorphe Gestalten, schuppige Ungeheuer, engelhafte Wesen, Heldinnen und Helden, Könige und Königinnen. Und sie treten uns in ihren Bildern entgegen, und ich lade sie ein, Teil der Geschichte von Andrea Zogernick zu werden. Danke. Einen schönen guten Abend in der Galerie Kunstfabrik. Wir haben heute eine ganz neue Art von Ausstellung geplant und zeigen sie. Wir zeigen Porträts von Künstlern. Wupp. 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 Auf dem Holzweg zum Erfolg. Schwupp, schwupp, heute in Groß-Siekatz Armin Hakagir, der von einem erzählte, der Urlaub machte vom Frieden, Foto, Film, Medien, Konzept, Kunst. Judith Kernl riecht gerne Farben, zeichnet nicht nur Erdäpfelkraut auf große Flächen. Jakob Kraner, der nicht mein Bruder ist, oder doch, als mein Sohn, auch Bruder, weil alle Schreibenden sind Geschwister, streitsüchtig und lieb. Und Lisa Mund, vor Jahren erzählte sie mir, von Albert Camus und wie gut die Best sei. Darum habe ich sie gelesen. Christian Fabigan steht hinter der Kamera oder macht Schnitt oder renoviert ein altes Kino. Und Savio, der malt und schafft Skulpturen, Landschaft und Kreuz, Torso und Licht, Manuela Seidel, Schauspiel im Dschungel, Lastkrafttheater und Herbst. 2014 eine Großmutter Hitlers. David Sporer, ein Kino renoviert auch er.
performt und spielt Klavier lebendig und düster. Blub, blub, blub. Unterwegs auf dem Holzweg zum Erfolg. Künste sind im Waldviertel und daher Menschen. Schwupp, schwupp.